I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr solche Supply Drop Openings feiert, dann lasst auf jeden Fall Bewertung da. Das ist so ein bisschen Road to Farmers. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall mal das letzte Supply Drop Opening abchecken. Würde mich echt freuen. Und dann starten wir auch gleich rein. Wir werden mal die letzten 300 Kryptos auf den Kopf kloppen. Und wir fangen gleich mal mit der ersten an. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Duplicates, die ich auch gleich noch verwenden kann. Sogar ein Sky Splitter. Das ist ja wirklich mal witzig. Das ist mal witzig. Hier werde ich auf jeden Fall mal ein Video zu machen. Denke ich mal. Wenn ich nicht komplett frustriert bin. Manche dieser Camos sehen echt ganz gut aus. Und manche auch dieser Rüstung sehen gut aus. Wir haben echt coole Dinge gezogen im letzten Opening. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal abchecken. Das taugt auf jeden Fall. Oh, da sehe ich da was Gutes. Oh, die Storm für die Pharo. Das ist schon mal eine nice Camo. Die taugt auf jeden Fall was. So, komm. Ich will unbedingt diese Pharmazin. Ich weiß einfach nicht warum, aber ich möchte diese Waffe haben. Unbedingt. Guck mal, da ist noch was Gold, aber schon wieder eine Argus. Gibt's nichts. Ja. Irgendwie ziehen wir einfach nicht so viel geniale Sachen. Geht. Also es ist okay, aber nicht so krass. Könnte auf jeden Fall besser sein. Oh, da sieht gut aus. Schon wieder. Ja, Transgression. Die haben wir so oft, diese Tarnung. Das ist unglaublich. Ich habe die auf der KN44. Ich habe die, glaube ich, auf zwei Pistolen. Ich habe die jetzt, glaube ich, auf der Q da. Ich habe auf todes vielen Waffen diese Camo. Die ist auch auf jeden Fall richtig cool. Mal ein bisschen mehr. Nicht so nice. Komm, eine zwischendurch hier nochmal. Und dann haben wir noch 60 Kryptos. Oh, wenigstens mal was ganz Gutes. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Nee, die wollen wir nicht. Machen wir erstmal kurz noch die letzten auf. Eine können wir hier noch aufmachen. Oh, yeah. Ah, Firebrand sieht echt nicht so geil aus. So, dann werden wir noch ein paar Burn Duplicates machen. Oh, da haben wir extrem viele. Da können wir auf jeden Fall noch... Oh, 71. Okay, da können wir sogar noch zwei aufmachen. Die machen wir auf jeden Fall noch auf. Und, oh, ein Messer, das ist schon mal ganz cool. Oh, Malice, oh, das ist ja ein heftiges Pack auf jeden Fall. Die kann auf jeden Fall was, die Camo hier hinten. Und Malice und Melee Weapon, aber es ist halt so bekloppt, in Call of Duty so viele Melee Weapons zu haben. Das irgendwie taugt mir das also gar nicht. So, jetzt noch die Cod Points hier einlösen und dann... Ah, da zieht man ja noch mehr Müll. Eieieiei. Okay, einmal nochmal Burn Duplicates machen und dann können wir vielleicht noch eine Kiste ziehen. Und dann, jawollo, da können wir auf jeden Fall noch eine Kiste ziehen. Und dann ist das auch die letzte Kiste, die wir ziehen können, leider Gottes. Dann habe ich aber auf jeden Fall alle Kryptos verbraucht. Okay, die Calling Card war jetzt nicht so gut, aber egal. Na egal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ist es nur ein kleines und kurzes, schmerzloses Supply Drop Opening gewesen, aber wir haben ein paar Kryptos auf den Kopf gekloppt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich echt freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Jungs und Mädels, haut da rein und ciao. Ayo, drop that shit.